Nun, also schlussendlich mal meine, oder beziehungsweise eigentlich bereits, denn so lange habe ich es noch gar nicht getestet. Um genau zu sein, erst einen Tag habe ich es jetzt wirklich lang durchgetestet oder halt über 2 Tage verwendet, aber von der Nutzungszeit her ist es, würde ich mal sagen, so 6, 7 Stunden. Worum geht's? Ich habe mir ein Headset gekauft und mit diesem Headset hatte ich einen Plan hauptsächlich. Und zwar wollte ich schlussendlich mal ein Headset, mit dem ich an der Konsole und am PC gleichzeitig sein kann. Mein Problem ist folgendes: Ich habe zwei Communities, wenn man so möchte. Diese zwei Communities sind einerseits eben der PC, wo ich einige Kumpels habe, die spielen, und natürlich auch an der Konsole. Ich persönlich würde sagen, ich bin eher Konsolenspieler. Ich spiele auch oft am PC Strategiespiele speziell, aber hauptsächlich Konsolenspieler. Deswegen wollte ich oder war mir sehr wichtig, mal ein Headset zu haben, das an beiden Plattformen funktioniert. Die Sache ist die, mein PC steht hier, meine Konsole steht da hinten und wenn ich an der Konsole spiele, sitze ich dort. Mit anderen Worten, über Kabel geht da nicht viel. Ich brauche also ein Wireless-Headset, das an beiden Plattformen am besten gleichzeitig funktioniert. Ich meine, eins gefunden zu haben oder meinte, eins gefunden zu haben und das ist dieses hier. Das ist das Logitech G933 und dieses Headset, ob das jetzt die eierlegende Wollmilchsau ist oder nicht, das gilt es herauszufinden. Ich wollte eben ein Headset, das an beiden Plattformen gleichzeitig funktioniert und schon wird die Auswahl verschwindend gering. Um genau zu sein, das Einzige, das ich noch kenne, ist sind welche von Astro, die dieses Mix-Amp, soweit ich weiß, haben, mit dem man auch noch am PC gleichzeitig sein kann. Das geht aber meines Wissens auch nur über Kabel. Und das wollte ich alles nicht. Ist dieses Headset perfekt? Ich kann schon mal vorwegnehmen, nein, ist es nicht. Es ist bei weitem nicht perfekt. Es gibt einige Sachen, die nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte. Aber ist es was für euch? Das hoffe ich, dass ich euch beantworten kann. Fangen wir erstmal mit dem Essentiellen an. Das wäre nämlich das Headset tragen und generell das Äußere. Vom Tragekomfort muss ich sagen, finde ich es eigentlich tatsächlich echt gut. Es hat hier Stoff und kein Leder, dichtet somit nicht ganz so arg ab. Habe ich persönlich aber kein Problem mit, weil ich normalerweise nicht so die Geräuschkulisse habe, wenn ich spiele. Ist es nicht so, als würde neben mir die ganze Zeit jemand staubsaugen und ich bräuchte perfektes Abdichten. Somit finde ich das ganz okay. Auch oben hier ist es Stoff, was natürlich dazu führen kann, dass, was ich gehört habe von anderen Reviews, dass es gerne nach hinten rutscht. Bei mir ist das jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob das an meiner Glatze liegt oder ob das einfach nur daran liegt, dass ich es vielleicht besser aufgesetzt habe als die anderen, wo die Reviews herkamen. Ich habe auf jeden Fall keinerlei Probleme damit, dass es mir irgendwie hinten vom Kopf rutscht oder ähnliches. Es ist ein bisschen schwer, es ist jetzt nicht total schwer, aber ich würde schon sagen, dass es ein gewisses Gewicht hat, womit man dann auch, ja, klarkommen muss. Aber ich finde es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen noch total im Rahmen. Es drückt jetzt auch nicht total seitlich auf. Ich habe zum Beispiel Kopfhörer, die sind vom Bügel her relativ. Ja, nicht klein, aber der Bügel drückt sehr nach innen. Das habe ich jetzt hier bei denen kaum gehabt. Vor allem sind auch die Ohrmuscheln sehr tief. Also so gesagt, die Höhe ist relativ hoch und somit drückt das Innere nicht gegen das Ohr, sondern wirklich nur dieser Rand hier außen am Ohr. Ich persönlich finde es auch dadurch, dass es eben diese Polster hier sehr weich sind und leicht verformbar. Finde ich es auch mit Brille sehr gut zu tragen. Was ich bei anderen Headsets zum Beispiel ein Problem hatte, ist, dass die dann einfach sehr stark immer die Brille gegen den Kopf drücken und nach einer Zeit man einfach Kopfschmerzen kriegt. Hatte ich bei dem hier jetzt nicht. Zumindest in der Zeit, in der ich es benutzt habe. Ich werde auch sicherlich nochmal ein Langzeittest-Video machen, für alle, die das in der Zukunft vielleicht sehen. Falls ich dieses Video bereits gemacht habe, seht ihr es in der Beschreibung. Oder in dem kleinen i, insofern es das bis dahin noch gibt. Aber ansonsten seht ihr es im i oder in der Beschreibung. Genau.
Dieses Headset ist auch beleuchtet und zwar hinten. Man setzt es so auf und hier hinten sind so Leuchtringe. Ich kann es mal ganz kurz anmachen. So, jetzt sollte es hier anfangen zu leuchten. Sieht cool aus, ist aber verdammt nutzlos. Wenn ihr nicht gerade irgendwie bei Freunden seid oder ähnliches, wird es nämlich niemand sehen. Ihr selbst nämlich auch nicht. Was einerseits ein Segen ist, dadurch, dass es hinten ist, spiegelt sich das Ganze nämlich nicht im Bildschirm. Aber es ist halt auch nutzlos und verschwendet im Großen und Ganzen nur Energie. Ja, ob man das jetzt cool findet oder nicht, muss jeder für sich selbst wissen. Ihr habt hinten programmierbare Tasten, nämlich 3 Stück, die programmierbar sind. Eine An-Ausschalt-Taste, eine Mikrofon-Mute-Taste, die eigentlich relativ sinnlos ist, weil das Mikrofon sich auch muten lässt, indem man es einfach einklappt. Wo ist es? Hier ist es, das Mikrofon. Kann man hier so ausklappen und wenn man es einklappt oder eigentlich schon ab der Stellung, man spürt relativ deutlich, ab wann so gesagt der Punkt ist, ab wann es gemutet wird, ab dieser Stellung, ja, tut es dann keinen Mucks mehr. Somit, warum man da extra hinten nochmal einen Knopf braucht, keine Ahnung. Dann habt ihr noch ein Lautstärkerad, dazu möchte ich dann später auch noch was sagen, was leider sehr schade ist. Und ja, das Mikrofon lässt sich auch noch ein bisschen ausfahren. Ich persönlich finde es relativ gut. Ich werde jetzt vielleicht nochmal einen Mikrofontest dazu einschneiden. Hier ein kurzer Test des Mikrofons des Logitech G933. Kann man leiser reden? Man kann laut reden! Damit man mal hört, wie gut das Mikrofon ist. Ja. Also zumindest ist es besser als das, was ich so gehört habe von den Astros, die glaube ich nicht so toll waren. Also tragekomfortmäßig habe ich keinerlei Probleme mit, finde das eigentlich ganz gut und super. Es ist, wenn wir jetzt mal zum Sound kommen, es ist halt ein Headset. Ihr werdet nie den besten Sound bei einem Headset finden. Kopfhörer haben immer für 200 Euro hat dieses Gerät gekostet, für 200 Euro finde ich, oder ich vielleicht nicht, weil ich mich mit Kopfhörern nicht so gut auskenne, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, findet für 200 Euro ein Kopfhörer, die klanglich dieses Gerät komplett zerstören. Aber darum geht's nicht, weil ihr, also es geht natürlich schon in gewisser Weise auch drum, aber es ist halt ein Headset. Ich finde den Klang okay. Von dem 7.1 Zeug, es soll so 7.1 Surround Chisel können, keine Ahnung, habe ich nicht verwendet, weil ich Angst habe, dass sich das mit meinem Sound-Setup am PC irgendwie schneidet und ich brauche es auch ehrlich gesagt nicht. Ich kann sein, dass es sich vielleicht besser anhört, aber ich bezweifle sehr stark, dass es die Erleuchtung sein wird. Ich glaube nicht, dass es dermaßen mega den Unterschied macht. Sonst als Stereo-Headset finde ich, funktionieren sie echt gut und sind total okay. Übrigens auch jeder, der sich zulegt, den Stereo- bzw. den Surround-Sound könnt ihr, soweit ich weiß, an der Xbox One nicht verwenden. Auch was kabellos angeht, ist an der Xbox One so eine Sache. Komme ich aber später höchstwahrscheinlich noch zu. So, soundmäßig, also wie gesagt, ganz, ja. Farben und Knöpfe lassen sich, wie ich schon gesagt habe, selbst wählen. Und belegen und was weiß ich was, über die Software. Und diese Software, sie ist funktional, ist sie nicht schlecht. Aber wer auch immer das User Interface designt hat, diese Software sieht aus, wie als würde sie straight aus 2006 kommen. Die Icons sind so hässlich, dass sich bei mir alles innen zusammenzieht, wenn ich diese Software nur ansehen muss. Egal. An sich tut sie, was sie soll. Man hat ein paar Einstellungen für Equalizer, die man auch am Headset speichern kann. Also das Headset selbst hat scheint Speicher zu haben, auf dem sich eben solche Presets speichern lassen und ihr so gesagt nicht gleichzeitig am PC immer das Ganze laufen haben müsst, was ganz cool ist. Gerade eben, wenn man es eben nicht durchgehend am PC verwendet. Wie es mit der Reichweite steht, habe ich persönlich bis jetzt noch nicht so getestet. In meinem Zimmer funktioniert es super. Viel mehr habe ich eigentlich auch nicht vor, mit dem Headset irgendwie zu gehen. Somit, keine Ahnung. Was das Headset eben auch sonst noch gut kann, wo wir gerade dabei sind, es hat sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Ihr könnt dieses Headset gefühlt mit allem verwenden. Es funktioniert an der Xbox, an der PS4,
An der Xbox 360, an der PS3, am PC, theoretisch auch mit einem Home Theater, sobald ihr zwei Cinch-Stecker frei habt für links und rechts. Somit, ja. Ich kann mal einen Link zur Support-Seite in die Beschreibung tun. Dort könnt ihr euch das Handbuch runterladen. Dann wisst ihr genau, wie ihr es an der jeweiligen Konsole oder am jeweiligen System anschließt, ohne dass ihr da irgendein Problem haben solltet. Aber jetzt eben zum Eigentlichen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, warum ich mir dieses Headset überhaupt gekauft habe. Es hat viele Anschlussmöglichkeiten, ist sehr kompatibel mit vielen Plattformen und vor allem mit vielen Plattformen gleichzeitig, oder zumindest wurde das angepriesen. Ich kann bei diesem Headset gleichzeitig das Mikrofon am PC nutzen und an der Xbox. Ich kann auch gleichzeitig, wenn ich vom PC ein Sound kommt und von der Xbox, dann mischt es diese Sounds zusammen. Zum Beispiel könnte ich am PC Musik hören und an der Xbox spielen und ich würde den Game-Sound von der Xbox haben, als auch die Musik vom PC. Nicht nur das, sondern wofür ich es mir hauptsächlich gekauft habe. Wie gesagt, ich habe zwei Communities zu bedienen, wenn man so möchte. Eine PC-Community und eine Xbox-Community. Manchmal, ich spiele persönlich aber halt sehr gerne einfach an der Xbox und wenn ich dann gerade nicht am PC irgendwo mitspiele, aber halt trotzdem mit den Leuten im Teamspeak sein möchte, dann ist mir das ab jetzt möglich und das ist sehr cool. Da es einfach einen groben Vorteil hat im Vergleich zu was ich sonst immer haben musste, wo ich irgendwie dann Kopfhörer unter Kopfhörer, was einfach sehr wehtut nach einer Zeit und auch nicht optimal ist. Anders ging es nicht mit Standmikrofon, weil man sonst den Game-Sound hört und das ist dann halt natürlich ein bisschen uncool. So rum muss ich sagen, funktioniert es auch sehr gut. Nicht einwandfrei, aber auch sehr gut. Ich kann, wenn ich an der Xbox spiele und gleichzeitig im Teamspeak bin oder auf Skype am PC, ist es kein Problem. Kann ich alles super machen. Wenn man es als alleiniges Xbox-Headset kauft, würde ich es persönlich nicht empfehlen. Aus folgendem Grund. Angeschlossen wird das Ganze, es ist wie gesagt, so wie ich es zumindest wahrgenommen habe, an der Xbox auch nicht kabellos. Sondern ihr habt im Lieferumfang ein 3,5 mm Klinkensteckerkabel, das ihr dann in den Controller steckt. Solange ihr zumindest einen Controller habt, der das bereits unterstützt, weil das ja auch nicht von Anfang an so war. Über dieses 3,5 mm Klinkenkabel bekommt ihr den Sound und das Mikrofon wird darüber verwendet. Das Mikrofon, es gibt zwei Mikrofone. Es gibt ein Mikrofon, das in diesem 3,5 mm Klinkenkabel integriert ist, von der Qualität her aber nicht so gut. Und es gibt natürlich das im Headset integrierte, dieses Boom-Mic, wie sie es nennen. Die Sache ist die, dieses Mikrofon ist sehr leise an der Xbox. Am PC keinerlei Problem. Ich weiß aber nicht, was genau passiert, wenn das Ganze durchs 3,5 mm Klinkenkabel wandert, aber es wird sehr leise. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das Ganze durchs 3,5 mm Klinkenkabel wandert, aber es wird einfach verdammt leise. Dieses Mikrofon ist so gesagt eigentlich fast nicht zu verwenden an der Xbox, weil euch höchstwahrscheinlich niemand verstehen wird. Es gibt noch das Mikrofon im Kabel dann, das ist nicht ganz so leise, aber auch immer noch nicht perfekt. Somit bin ich dazu übergegangen, ich werde dieses Headset hauptsächlich am PC benutzen. Ich werde dieses Headset auch benutzen, wenn ich an der Konsole spiele und mit Leuten am PC rede. Ich werde es aber nicht benutzen, wenn ich mit Leuten an der Konsole spiele, weil leider das Mikrofon zu leise ist. Weiterhin ein großes Manko bei diesem ganzen Soundmixing ist, ihr habt das, was übers Klinkenkabel, das Signal, das reinkommt, ist ebenfalls, zumindest von der Xbox, ist auch sehr leise. Zumindest im Vergleich zu dem, was ihr am PC habt. Dieses Lautstärkerädchen hier hinten, das man höchstwahrscheinlich nicht sieht, aber es ist eins da, erhöht sowohl den Ton, der aus der
aus dem Klinkenkabel kommt. Übrigens hat das Klinkenkabel auch nochmal ein extra Rädchen, aber auch wenn ich das auf komplett laut stelle, ist es immer noch nicht so laut wie der PC-Sound. Das große Problem ist, es erhöht sämtliche Quellen und auch am PC vor allem mit. Ich kann zwar am PC leiser stellen und das habe ich im Großen und Ganzen auch gemacht und dafür alles lauter machen, jedoch muss ich am PC für jede Anwendung einzeln leiser stellen, da es die komplette Systemlautstärke ändert. Dieses Rädchen synchronisiert sich mit der Systemlautstärke von eurem PC. Das heißt, wenn ihr die Xbox auf einem angenehmen Lautstärkegrad habt, dann habt ihr beim PC die Systemlautstärke 50 ungefähr. Zumindest hatte ich so, als ich eine angenehme Lautstärke für mich hatte, war bei mir die PC-Lautstärke 50. Bei PC-Lautstärke 50, wenn ihr hier ein Lied abspielt, dann sind eure Ohren kaputt. Okay, nicht ganz so schlimm, aber es ist einfach so viel lauter als alles, was an der Xbox ist. Mit anderen Worten, wenn ihr zum Beispiel Musik am PC hören wollt, dann müsst ihr diese in der Applikation leiser stellen, sei es bei einem YouTube-Video einfach die Lautstärke runter oder bei eurem Musikplayer die Lautstärke runter. Das Blöde ist nur, ihr müsst es natürlich für jede Applikation einzeln machen. Und das ist halt leider sehr schade. Das Soundmixing an sich ist eine super Idee, aber es nützt leider relativ wenig, wenn die Xbox so viel leiser ist als der PC. Es geht zwar, dass man, wie gesagt, manche Applikationen runterstellt, aber es ist halt alles andere als optimal. Es wäre sehr schön gewesen, hätte man für jede Quelle einzeln, auch von mir aus nur über die Software, hätte ich kein Problem mit, wenn ich extra an die Software gehen müsste, um die Xbox lauter zu stellen. Wäre zwar nicht optimal, aber immer noch besser als das, was jetzt momentan ist, nämlich gar nichts. Sehr schade, auch sehr schade, was es nochmal um einiges schmälert, ist, dass das Mikrofon an der Xbox leider sehr schlecht zu verwenden ist, bis eigentlich gar nicht zu verwenden ist, was es dann als Xbox-Headset auch nicht wirklich gut macht. Meine Verwendung momentan ist so, wie gesagt, wenn ich am PC bin und gleichzeitig Xbox spiele, verwende ich es. Wenn ich nur an der Xbox bin, verwende ich mein ganz normales Standardmikrofon und einfach mein Soundsystem. Das ist so im Großen und Ganzen mein Fazit. Hat sich's gelohnt für 200 Euro ungefähr? 194 hat es, glaube ich, genau gekostet auf Amazon, als ich es gekauft habe. Für mich schon. Für mich hat sich's insgesamt gelohnt. Das ist ein kabelloses Headset. Das ist deutlich angenehmer, endlich mal wieder ein Headset am PC zu haben und nicht mit Standmikrofon arbeiten zu müssen, weil man das dann immer im Weg hat oder eben auch nicht und bla und hin und her schieben muss. Beim Headset ist natürlich das Mikrofon direkt an meinem Mund, egal wie ich den drehe. Und das ist sehr cool. Und ansonsten am PC funktioniert es auch sehr gut. Es funktioniert auch sehr gut, wenn ich es an der Konsole und am PC verwende und am PC chatte. Alles kein Problem. Als reines Xbox-Headset abraten. Nicht nehmen. Ist nicht gut. So, ich hoffe, das hat euch einen gewissen Einblick gewährt. Ich werde, wie gesagt, schauen, dass ich noch ein Follow-up-Video mache, wo ich mal sage, wie es am PC über längere Zeit funktioniert. Ich habe von manchen Leuten gehört oder in manchen Reviews und auch im Kommentarbereich gelesen, dass sich die kabellose Verbindung manchmal abbricht und ähnliches. Hatte ich bisher noch nicht, hat bisher eigentlich super funktioniert. Ich habe es aber, wie gesagt, dafür auch noch nicht lang genug getestet. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wie sich die ganze Sache in dem Sinne verändert. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht für das Problem, das ich jetzt hier habe, eben dass ich gleichzeitig an der Konsole und am PC bin, eine bessere Empfehlung habt. Ich meine, für mich ist es jetzt schon zu spät, ich habe mir das Headset schon gekauft und ich denke nicht, dass ich es zurückgeben werde, weil ich eigentlich sonst vergleichsweise zufrieden mit dem Headset bin. Aber vielleicht für irgendwen anders, der dieses Video sieht und hofft, dass das Headset genau diese Lücke schließt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da eine bessere Empfehlung habt. Ansonsten war es das mit mir. Ciao und tschüss, sagt der Quert.